Urlaub zu Haus. Wir zeigen dir, wie du den Sommer hier im Kreis genießen kannst. Heute sind wir in Tecklenburg-Lehden. Komm mit. Hier sind wir an dem Dorfplatz in Lehden. Mit dem Dorfteich, mit dem Kneipptretbecken, einem Skulpturenpark. Dort vorne ist die wunderschöne alte Stiftskirche von Lehden. Direkt daneben die Gaststätte Schwermann, in der man heimische Wildgerichte genießen kann. Man kann nicht nur entspannen in Lehden, sondern auch ganz aktiv sein. Es gibt hier wunderschöne Wander- und auch Radwege. Hier sind wir auf einem Wanderweg Richtung Tecklenburg mit immer wunderschönen Aussichten auf das Tecklenburger Land. Und nachher auch der Münsterlandblick. Wir befinden uns natürlich auch am Hermannsweg, der wunderbar zu bewandern ist. Wer länger hier bleiben möchte, hat hier die Möglichkeit, hinter mir zu campen und die Tage hier im Tecklenburger Land zu genießen. Du kennst weitere Orte, an denen man im Kreis den Sommer verbringen kann? Dann lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.